Im nächsten Schritt verbindet die Anlage die Stäbe zu langen Matten. Sie bilden später die Mittelschicht des Parketts. Carsten Porbatnik braucht kein Fitnessstudio. Jeden Tag fährt er kilometerweit mit dem Fahrrad durch das riesige Werksgelände. Carsten ist Betriebsschlosser. Geht irgendwo etwas kaputt, ob Fertigungsanlage oder Türschloss, muss er ran, um es wieder in Gang zu bringen. Hallo Carsten. Ich vermute, bei mir ist bei dem unteren Zylinder der Kugellager ausgeschlagen. Carsten operiert sozusagen am offenen Herzen. Die Maschine läuft trotzdem weiter. Sie bearbeitet die Schicht des Parketts, die man später sieht und auf der man läuft. Ein dickes Eichenbrett zerteilt sie in 5 dünnere Scheiben. Operation gelungen. Nach einer Viertelstunde hat Carsten ein abgenutztes Lager ausgetauscht. Die Anlage läuft wieder rund. Christine und Tobias verlegen ihr Parkett selbst. An einer schrägen Wand gibt's jetzt Probleme. Genau. So. Und jetzt sind wir am Ende, wo es nicht mehr weitergeht. Experte Benjamin verrät einen Trick. Mit einem anderen Stück übernehmen wir jetzt die Wand. So, die Schräge von der Wand. Zeichnen uns das. Wenn Sie richtig angezeichnet haben, müsste das Stück exakt in die schräge Wand passen. Schau mal, wie das passt. Ja, Mission complete. Sauber. Ja. Echt toll geworden, oder? Sorry. Sehr schön. Mal toll. Toll, oder? Super, wie das passt. 5,5 Millionen Quadratmeter Parkett verlassen Deutschlands größte Fabrik jedes Jahr. Das hier ist die Unterlage für das Parkett, der sogenannte Gegenzug. Mit etwas Leim besprüht kommt jetzt die Stäbchenmatte, die Mittelschicht, drauf. Am Ende warten schon die vorbereiteten dünnen Eichenbretter. Zusammen ergibt das schon fast das fertige Landhausdielenparkett. Nach ein paar Stunden Presse und Ofen geht's an den Feinschliff und das Aussehen. Je nach Auftrag gibt's etwas Farbe, Öl oder Lack auf die Oberfläche. Aber das Wichtigste fehlt noch: das Klickprofil. An den Längsseiten und an den Enden schneidet die Maschine ein Profil in die Dielen. Dadurch lassen sich die einzelnen Teile später ganz leicht ineinander stecken. Das Parkett ist fertig und kann in sein neues Zuhause, wenn Selma und ihre Kolleginnen ihr Okay geben. Selma ist seit 25 Jahren in der Fabrik. Mit geübtem Blick überprüft sie jedes einzelne Stück Parkett, das die Fabrik verlassen soll. Schauen, dass die Federn alle drin sind, dass keine Schmäler da ist und dass wir keine Fehleroberfläche, B-Ware, das alles darf nicht drin bleiben, dass alles schön A-Ware drauf ist. Sergej nimmt das Profil auch noch einmal unter die Lupe und sieht nach, ob die Maschinen exakt arbeiten. Immer wieder prüft er, ob alles sitzt. Parkett muss in seinem Leben einiges aushalten. Diese Maschinen kratzen, bürsten und schaben auf der Oberfläche, so wie Schuhe und Möbel es auch tun. Es ist Verenas Job, herauszufinden, was der Bodenbelag aushält. Dafür quält sie den ganzen Tag Holzböden. Dieser Apparat zieht am Klickprofil, um festzustellen, wie viel Spannung es aushält. Es gibt Klimakammern mit Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit und einen Bürostuhl-Simulator.
Verena versaut quadratmeterweise Parkettboden. Wie reagiert das Parkett mit Flüssigkeiten wie Kaffee oder Wein? Selbst Schuhcreme und Stifte kommen aufs Holz. Stunden oder Tage später sieht Verena nach, ob und wie die Holzoberfläche reagiert hat. Die Ergebnisse helfen bei der Entwicklung von neuem Parkett. Mehrschichtparkett hält einiges aus, verbraucht bei der Herstellung wenig Holz im Vergleich zu Massivparkett, ist viel günstiger und man kann es auch selbst verlegen. Christine und Tobias sind fast fertig. Ringsherum schließen sie den Rand mit Leisten ab. Der Boden selbst bekommt zum Schluss noch eine Ölmassage, das schützt und pflegt. Doch früher oder später bekommt auch das schönste Parkett Kratzer und Macken. Experte Benjamin weiß Rat. Da ist eine gescheite Macke drin. Ja. Mhm. Meinst du, da können wir irgendwas machen? Hast du eine Lösung? Sowas bleibt nicht aus, das passiert. Es ist ein Fußboden. Ja. Aber ich zeige euch, wie man zwei, drei Sachen gut wieder reparieren kann. Jetzt hier haben wir so ein spezielles Hartwachs. Mhm. In sämtlichen verschiedenen Farben. Solche Reparatursets gibt es in jedem Baumarkt. Das Ergebnis verblüfft. Man könnte glauben, es wäre gar nichts passiert. Und dann kommt eben noch mal eine Pflege drauf, weil es ist ja jetzt eine offene Stelle gewesen, quasi wo jetzt eben das Öl und das fehlt und wo die Beschädigung war. Einfach nur ein Tropfen, ein bisschen so ein Ding und dann noch mal ein bisschen drüber gehen. Das einwirken lassen und dann ist der Boden wieder geschützt. Ja, super. Dann kann nichts weiter passieren. Das sieht man echt fast nicht mehr. Ja. Und was passiert, wenn wir jetzt irgendwie mal einen großen Kratzer oder eine Schramme haben? Was kann man da machen? Man würde sich halt dann in dem Fall ein nasses Baumwolltuch nehmen, richtig nass. Ja. Das eben auf den Kratzer drauflegen. Und dann wirklich mit dem Bügeleisen Vollgas drauf, bis der Dampf aufgeht. Ja. Der zieht dann in die Poren von dem Kratzer ein. Ja. Und dadurch quellen die wieder auf und kommen wieder nach oben. Ist aber für einen Laien mit Vorsicht zu genießen, ja, weil du dadurch natürlich auch, wenn du da extrem Wasser und Dampf aufbringst, kannst du auch sehr viel kaputt machen. Christine und Tobias haben durch das Selbstverlegen viel Geld sparen können. Echtes Parkett kann Jahrzehnte halten und immer noch toll aussehen, selbst in einem Ballsaal. Die fehlenden Schrägneigungen machen die wilde Maus XXL zur Schleuderpartie. In den Kurven wirft es